Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Geldwäsche. So macht man es richtig. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute befassen wir uns mit dem Thema Geldwäsche und damit, wie man es richtig macht. Also nicht, wie man Geld richtig wäscht, sondern wie man sich als Anwalt richtig verhält. Wer ist zuständig für die Geldwäscheaufsicht und wo erhalte ich Beratung, wenn ich Fragen habe? Über diese Themen spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Rolf Pohlmann aus München. Lieber Herr Kollege Pohlmann, schön, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern. Hallo Frau Bayrich, sehr gern. Ein sehr schönes Format haben Sie da auf die Beine gestellt und schön, dass Sie dem Thema einen eigenen Podcast widmen und danke, dass Sie mich dazu eingeladen haben. Ja, sehr, sehr gern. Ich stelle Sie unseren Zuhörern gern kurz vor zu Beginn. Sie sind Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter, Partner bei Pohlmann Hofmann München, Mitglied der Bundesrechtsanwaltskammer Ausschüsse Insolvenzrecht und Bundesrechtsanwaltsordnung, Mitglied der Arbeitsgruppe Geldwäscheaufsicht und last but not least Schatzmeister der Rechtsanwaltskammer München. Eine ganze Menge, lieber Herr Pohlmann. Erzählen Sie doch ein bisschen was aus Ihrem Berufsalltag. Sie sind Fachanwalt für Insolvenzrecht, also nehme ich an, Sie sind hauptsächlich auf diesem Gebiet tätig. Womit beschäftigen Sie sich denn hauptsächlich in Ihrem Beruf? Ja, genau. Ich bin schwerpunktmäßig als Insolvenzverwalter tätig und auch hier gibt es ja einige neue Gesetze als Sachwalter und bald auch als Restrukturierungsbeauftragter. Also immer dort, wo Unternehmen wirtschaftlich in die Krise geraten und man vielleicht noch was retten kann. Verstehe. Sie kennen sich meines Wissens ja besonders gut mit Geldwäsche aus, also mit den Benimmregeln bei Geldwäscheverdacht, um jetzt da gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Wie kamen Sie dazu, sich ausgerechnet mit diesem Thema zu beschäftigen? Ein bisschen vielleicht wie die Jungfrau zum Kind. Sie haben ja schon erwähnt, dass ich im Vorstand der Rechtsanwaltskammer München bin. Jetzt ist es kein Geheimnis, dass die Rechtsanwaltskammern die Geldwäscheaufsicht in früheren Jahren, ich sage mal, nicht als allervordringlichste Aufgabe der Selbstverwaltung immer angesehen haben. Das hat sich mit dem GWG 2017 ein bisschen geändert. Da kamen sehr deutliche Hinweise aus Berlin, aus Brüssel, dass wir uns dieser Aufgabe annehmen müssen, intensiver annehmen müssen. Also brauchte man jemanden, der sich darum kümmert. Und irgendwie habe ich dann wahrscheinlich nicht schnell genug Nein gesagt. Alle treten einen Schritt zurück und Sie standen noch da. Verstehe. Also beim Thema Geldwäsche denke ich persönlich ja immer gleich an die Sopranos oder an Breaking Bad. Ich denke mal, als Normalbürger kommt man jetzt mit dem Waschen von Geld, das aus Mafiageschäften oder Drogenproduktion stammt, eher nicht so in Berührung. Warum aber sollte ich mich als Anwalt dringend mit diesem Thema beschäftigen? Ist das Geldwäschegesetz überhaupt auf Anwälte anwendbar? Und gilt das dann auch für Syndizi? Also da gibt es erstmal eine ganz einfache formale Antwort, weil das Geldwäschegesetz uns Anwälten vorschreibt, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Aber das tut es deshalb, weil Anwälte als sogenannte Gatekeeper einem besonders hohen Risiko ausgesetzt sein sollen, für Geldwäsche missbraucht zu werden. Wir verfügen nämlich über das rechtliche und oft auch über das tatsächliche Know-how, das Kriminelle zum Geldwaschen brauchen. Und das Geldwäschegesetz dient ja der Prävention. Es hat also nicht den strafrechtlichen Mittäter im Blick, sondern denjenigen, den der Kriminelle zum Waschen des Geldes missbraucht, ohne dass er das selbst überhaupt mitbekommen muss. Und auf wen ist das Geldwäschegesetz anwendbar oder ist es auf Anwälte anwendbar? Das GWG hat ja verschiedene Zielrichtungen. Die Pflicht zur Anmeldung zum Transparenzregister beispielsweise trifft ja jedes Unternehmen. Und auch für Anteilseigner sieht das GWG Mitteilungspflichten gegenüber dem Unternehmen vor, an dem sie beteiligt sind. Aber das meinen Sie sicher nicht. Die eigentlichen Pflichten des GWG, also Sorgfaltspflichten, Meldepflichten etc., die treffen die sogenannten geldwäscherechtlich Verpflichteten, nennt sie das GWG. Und da sind beispielsweise Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, genauso wie Banken, sind immer Verpflichtete. Bei den Anwälten kommt es darauf an, typische Juristenantwort, nämlich darauf, ob sie im konkreten Mandat Katalogtätigkeiten ausüben. Da muss man mal nachgucken in Paragraphen 2 Absatz 1 Nummer 10 GWG. Da steht mittlerweile eine ganze Menge drin, ist auch immer mehr geworden. Und dazu gehört eben gehören Immobilien- und Unternehmenskäufe, allgemein der komplette M&A-Bereich, wenn ich dort tätig bin, mitwirke, berate, Treuhandtätigkeiten natürlich, weite Teile der Unternehmensfinanzierung.
die anwaltliche Steuerberatung und noch einiges mehr. Das muss man einfach mal sich angucken und nachschauen, was da für einen passt oder passen kann. Und ja, auch Syndikusrechtsanwälte sind grundsätzlich Verpflichtete. Für sie gelten ein paar Erleichterungen, aber gleichwohl hat mittlerweile das GWG auch ausdrücklich klargestellt, dass Syndikusrechtsanwälte Verpflichtete sind. Der Syndikus, der ohne die Syndikusrechtsanwaltzulassung im Unternehmen tätig ist, also der Unternehmensjurist, der ist als solcher nicht verpflichtet nach dem GWG. Ich finde, das klingt ja jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert. Das waren viele, viele Katalog-Taten, die Sie genannt haben, oder Beratungen, Beratungskonstellationen. Damit wir uns ein bisschen besser was drunter vorstellen können, Herr Pohlmann, welche Fallkonstellationen können mir denn in meinem Anwaltsalltag begegnen, bei denen ich besonders alarmiert sein sollte? Was kann denn so ein typischer Fall der Geldwäsche sein? Haben Sie ein paar konkrete Beispiele? Also ich glaube, zunächst sollte ich immer dann besonders alarmiert sein, wenn ein Mandat irgendwie außer der eigenen Norm liegt. Also wenn ich etwa im ländlichen Raum als Scheidungsanwalt tätig bin und plötzlich über mir unbekannte Wege ein Mandat aus einer ganz anderen Stadt im Gesellschafts- oder im Immobilienrecht angetragen bekomme, oder wenn sich der Mandant nicht zu erkennen geben will, nicht bei mir erscheinen will, obwohl das eigentlich üblich wäre, der Hintergrund des Mandats nicht klar ist oder sich wirtschaftlich nicht sinnvoll erklären lässt, oder wenn die wirtschaftlich Beteiligten, also die Eigentümer, die wirtschaftlichen Hintermänner offenbar verdeckt bleiben wollen, dann sind das alles Dinge, wo Alarmleuchten angehen sollten. Aber auch wenn ein Bezug zu einem Risikostaat besteht, also Gelder etwa über Offshore-Staaten nach Deutschland transferiert werden sollen, oder wenn eine Anspruchsrealisierung, eine Zahlungsklage im Ausland, wenn das viel zu glatt verläuft, dann sind das auch Alarmzeichen. Also, dass heute jemand mit dem Koffer voller Geld beim Anwalt erscheint und sagt, dass er dieses Geld auf sein Treuhandkonto eingezahlt haben will, ist sicher die Ausnahme. Aber Geld wird unter Einschaltung von Anwälten im Rahmen von Immobilien- oder Unternehmenstransaktionen gewaschen. Wir haben auch gerade mehrere Fälle, in denen offenbar inkriminierte Gelder aus dem außereuropäischen Ausland über mehrere Zwischenkonten nach Deutschland auf Anwaltskonten transferiert wurden. Und die Kollegen sollten davon sollten Wohnhäuser erwerben hier in der Münchner Region. Dasselbe geht natürlich auch mit Unternehmensbeteiligungen. Ein weiteres Beispiel ist ein Mandant, der vorgebliche Ansprüche aus Beratungsleistung. Beratung eignet sich da immer besonders gut, weil ja keine Produkte da irgendwo nachverfolgbar sind. Beratungsleistung gegen einen Drittschuldner im Ausland behauptet. Der Anwalt hat dann die Ansprüche gerichtlich geltend gemacht. Der Drittschuldner wehrt sich kaum, es ergeht ein Zahlungsurteil. Und jetzt kommt das eigentlich überraschend, der Drittschuldner zahlt auch sogleich an den Anwalt. Und auf diese Weise kann eben inkriminiertes Geld nach Deutschland transferiert werden, mit nunmehr völlig legalem Anschein aufgrund Gerichtsurteil, aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens. Also das vielleicht so als Beispiele, die typisch sind, aber die Fallgestaltungen sind da wirklich ganz groß und der Einfallsreichtum ist natürlich auch groß. Das waren auf jeden Fall ein paar schöne plakative Beispiele. Jetzt kann ich mir da auch ein bisschen mehr drunter vorstellen. Herr Pohlmann, Sie sprachen eben von Sorgfaltspflichten. Welche Sorgfaltspflichten habe ich denn als Anwalt? Ja, genau. Also wenn ich als Anwalt Verpflichteter bin, dann treffen mich diese sogenannten Sorgfaltspflichten. Das ist in erster Linie das, was oft als KYC beschrieben wird. Know your customer, also kenne deinen Kunden oder in unserem Fall eben kenne deinen Mandanten. Darunter fällt die Pflicht, den Mandanten zu identifizieren und auch denjenigen, der für den Mandanten auftritt, also zum Beispiel dessen Mitarbeiter oder einen anderen Vertreter, und die Identität mittels Ausweis, Personalausweis, Reisepass zu überprüfen, und die Pflicht, den wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren, also beispielsweise den Eigentümer, den Gesellschafter meines Mandanten, wenn das zum Beispiel eine GmbH ist. Ich muss auch den Zweck des Mandats hinterfragen und bewerten, wenn der nicht klar ist. Das klingt erstmal banal. Als Anwalt weiß ich doch eigentlich immer ganz genau, was der Anwalt von mir will. Aber es gibt genug Fälle, in denen der Anwalt den eigentlichen Zweck des Mandats nicht erfasst und auch nicht erfragt. Also der Klassiker ist vielleicht, ja, wenn der Mandant will, dass ich als Treuhänder Fremdgeld verwalte, dann muss ich eben hinterfragen und auch bewerten, woher das Geld kommt, wofür es genau verwendet werden soll und warum es überhaupt der Einschaltung eines Treuhänders bedarf.
Und also Umfang und Tiefe der Sorgfaltspflichten hängen immer vom Risiko der Geldwäsche im Einzelfall ab. Das ganze GWG ist mittlerweile risikobasiert ausgestaltet. Wenn ich also als Kleinfamilie beim Kauf eines Reihenhauses als Anwalt berate oder vertrete, dann gehen die Sorgfaltspflichten natürlich nicht so weit, wie wenn ich einem Investor aus Afghanistan, wenn ich den beim Kauf eines Bürokomplexes beraten oder vertreten soll. Verstehe. Was ist denn, wenn ich diese Sorgfaltspflichten verletze? Was passiert dann? Und macht es einen Unterschied, ob ich absichtlich eine Sorgfaltspflicht verletze oder einfach versehentlich was verbummle? Naja, das ist eine unschöne Seite. Also die Bekämpfung der Geldwäsche ist eines der ganz wichtigen Anliegen der EU. Jede Sanktion muss wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. So formuliert das die 4. EU-Geldwäscherichtlinie. Und der deutsche Gesetzgeber hat diese Vorgabe im GWG mit meines Erachtens extrem hohen Geldbußen umgesetzt. Bis zu 150.000 Euro bei vorsätzlicher und bis zu 100.000 Euro bei leichtfertiger Begehung und sogar bis zu 1 Million Euro bei einem schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstoß. Das sind natürlich Höchstbeträge, die so bei einem Erstverstoß oder bei Fällen ohne echte Geldwäscherelevanz nicht zum Tragen kommen werden. Aber so oder so gibt der Gesetzgeber den Bußgeldbehörden auf, empfindliche Geldbußen zu verhängen. Und dann ist da noch Name and Shame, ja, das ist der moderne Pranger. Da mag man halten von, also nicht allzu viel, aber jedenfalls die Gesetzeslage, die Kammern müssen rechtskräftige Bußgeldentscheidungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen und zwar grundsätzlich mit auch Nennung des Namens des Betroffenen. Also deswegen Pranger, ja, soweit nicht das Persönlichkeitsrecht natürlicher Personen verletzt ist, das wird beim Anwalt regelmäßig der Fall sein, weil das ja, wenn er als natürliche Person tätig ist, aber da muss man mal gucken, was auch die Rechtsprechung daraus macht. Aber das ist diese Name and Shame and Pranger-Funktion und die kann er natürlich auch ganz empfindlich treffen, vielleicht sogar noch empfindlicher als eine Geldbuße. Also ich finde ehrlich gesagt beides ziemlich furchtbar und abschreckend in der Tat. Habe ich denn als Anwalt eine Möglichkeit, mich irgendwie ein bisschen zu enthaften im Hinblick auf diese Sorgfaltspflichten? Kann man da irgendwas auslagern oder, keine Ahnung, vielleicht auf andere Art und Weise meine Verantwortung ein bisschen verringern? Nicht wirklich. Also verantwortlich für die Einhaltung der GWG-Pflichten bleibt immer der geldwäscherechtlich Verpflichtete. Aber ja, ich kann die Erfüllung der Sorgfaltspflichten übertragen oder auch delegieren. Ich muss also als Anwalt nicht alles selber höchstpersönlich machen. Delegation funktioniert innerhalb der Kanzlei, auch auf Kanzleimitarbeiter oder auf andere Kollegen, auf einen Geldwäschebeauftragten, den es bei mir gibt. Aber ich kann auch auf Dritte zugreifen. Das geht am einfachsten auf andere Anwälte oder Notare. Da sind einfach meine Kontrollpflichten am geringsten. Da fingiert das GWG schon, dass viele Pflichten erfüllt werden, wenn das eben ein anderer Verpflichteter meiner selben Gruppe ist. Und das sind eben auch noch die Notare und die Patentanwälte in unserer Gruppe. Aber ich kann auch auf andere geldwäscherechtlich Verpflichtete unter bestimmten Voraussetzungen, sogar auf Dritte, die Einhaltung der Sorgfaltspflichten ja auslagern oder übertragen. So funktioniert zum Beispiel auch das Postident. Ja, da überprüft ja auch ein fremdes Unternehmen, ein Postmitarbeiter, die Identität des Kunden, jetzt typischerweise nicht für uns Anwälte, ginge auch, sondern für eine Bank. Und das funktioniert auch. Auslagern bedeutet aber nicht, dass, das hören wir immer wieder, dass wenn zum Beispiel der Notar im Rahmen der Beurkundung eines Immobiliengeschäfts die Personalien schon erhoben hat, dass ich mich dann da zurücklehnen kann und sagen kann, naja, hat doch schon ein anderer Verpflichteter gemacht. Nein, also das bleibt meine Verpflichtung und ich muss den Mandanten identifizieren. Und wenn ich das übertrage, dann muss das der Dritte eben wirklich in meinem Auftrag durchgeführt haben und für mich durchgeführt haben und nicht als seine eigene Pflicht im Rahmen seiner eigenen Tätigkeit. Aber ich finde, das klingt doch schon mal ganz gut. Geldwäschebeauftragter, dann muss man sich selbst nicht so drum kümmern. So ähnlich wie beim Datenschutz, das mag man ja auch nicht selber machen. Da hat ja auch die eine oder andere Kanzlei einen Kollegen, der sich darum kümmert. Also ich sehe schon, es identifizieren sich hier so ein paar Lieblingsthemen, also Geldwäsche und Datenschutz. Das muss dann immer eine andere Person machen. Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Herr Pohlmann, gibt es jetzt für jemanden, der
sich keinen eigenen Geldwäschebeauftragten in einer kleinen Kanzlei jetzt leisten kann. Gibt es einfache Sicherungsmaßnahmen oder so ein paar Kniffe, die ich selbst ergreifen kann, um mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen? Ja, also das sind gar nicht mal Dinge, die ich ergreifen kann, um mir das Leben einfacher zu machen, sondern auch hier diese sogenannten internen Sicherungsmaßnahmen, wie sie das Gesetz nennt, die sind auch verpflichtend. Die gehören, wie die Risikoanalyse übrigens, zum Risikomanagement, über das ich als Verpflichteter verfügen muss. Und die Sorgfaltspflichten betreffen ja das konkrete Mandat, über die wir vorher gesprochen haben, und das Risikomanagement, das richte ich eben unabhängig vom konkreten Mandat präventiv ein, damit ich in geldwäscherelevanten Fällen, damit ich die überhaupt erkenne und dann auch entsprechend gesetzeskonform verfahre, also beispielsweise meine Meldepflicht erfülle. Letztlich geht es darum, in meiner Kanzlei Prozesse, Abläufe und Kontrollen einzurichten, um das Risiko zu minimieren, dass ich zur Geldwäsche missbraucht werde. Das beginnt bei der Einrichtung von Checklisten für die Identifizierung meines Mandanten, also schlicht, damit ich das nicht vergesse, und wie und in welcher Konstellation das ablaufen soll, wenn der Mandant vielleicht nicht da ist, dass ich wirklich auch denjenigen identifiziere, der für den Mandanten auftritt, wenn eben nicht der Mandant selbst vor mir steht, wenn man eben an die Gesellschaft oder Unternehmen denkt, oder zur Prüfung, ob mein Mandant oder der wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Person ist, ein sogenannter PEP, also zum Beispiel ein Abgeordneter oder Minister oder ein Richter an einem hohen Gericht. Auch das muss ich alles prüfen. Das sind interne Sicherungsmaßnahmen, dafür Prozesse einzurichten. Und das geht eben bis zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, was aber nur in größeren Kanzleien in Betracht kommen dürfte und auch nur für größere Kanzleien mal vom Grundsatz her so vorgesehen ist. Was ist denn mit Mitarbeitern? Sollte ich da was beachten? Sollte ich die besonders aufklären, verpflichten? Weil gewisse Schritte können ja auch einfach meine Mitarbeiter übernehmen, bei Annahme eines Mandats zum Beispiel oder wenn der Mandant in die Kanzlei kommt. Ja, sehr gut. Ja, auch das gehört zu den internen Sicherungsmaßnahmen. Ich muss meine Mitarbeiter, soweit sie in geldwäscherechtlich relevante Prozesse eingebunden sind, also zum Beispiel Anlage des Mandats oder Einrichtung von Treuhandkonten, jetzt nicht den Mitarbeiter, der nur am Empfang ist und Telefonate entgegennimmt, aber die irgendwo in Prozesse eingebunden sind, die Geldwäscherelevanz haben können, die muss ich eben laufend schulen zu Typologien, sagt das Gesetz, und Methoden der Geldwäsche und zu den Vorgaben natürlich insgesamt des GWG, also auch hier zu internen Sicherungsmaßnahmen, zu Sorgfaltspflichten. Und solche Mitarbeiter, so sagt das Gesetz, muss ich auch auf deren Zuverlässigkeit hin überprüfen. Haften tue ich da zunächst mal nicht für meine Mitarbeiter, wenn der eine Ordnungswidrigkeit begeht. Aber in diesem Fall wird zu prüfen sein, ob mich als Kanzleiinhaber ein Organisationsverschulden trifft, was dann auch als solches wiederum eine Ordnungswidrigkeit darstellen kann. Verstehe. Also Mitarbeiterschulung sehr wichtig. Das ist, glaube ich, hilfreich für viele Kollegen, da mal ein paar Tipps zu bekommen. Herr Pohlmann, gesetzt den Fall, ich habe jetzt in einem konkreten Mandat das ungute Gefühl, dass im Hinblick auf Geldwäsche da irgendwas im Busch ist. Was muss ich dann tun, beziehungsweise was darf ich überhaupt tun? Ich habe ja auch Verschwiegenheitspflichten. Mache ich mich dann nicht im Zweifel strafbar, wenn ich was melde? Wie verhält sich das, meine Meldepflicht oder meine Sorgfaltspflicht im Verhältnis zu meiner Verschwiegenheitspflicht? Also das ist zugegeben ein ziemlich komplexes Feld. Zunächst mal vorweg, wer eine Verdachtsmeldung macht, das ist mittlerweile auch klargestellt, darf wegen dieser Meldung nicht verantwortlich gemacht werden. Das bestimmt Paragraph 48 und das gilt in strafrechtlicher, aber auch in zivilrechtlicher, in arbeitsrechtlicher Hinsicht. Also ich kann für diese Verdachtsmeldung nicht verantwortlich gemacht werden, es sei denn, ich mache bewusst eine falsche Meldung. Und in der Tat haben Verpflichtete erstmal eine Meldepflicht. Ja, das kennen wir von den Banken, die erstatten die meisten Verdachtsmeldungen. Aber das gilt eben auch grundsätzlich mal für uns Anwälte, da wir eben auch Verpflichtete sind. Allerdings sind wir Anwälte erst einmal nicht zur Verdachtsmeldung dann verpflichtet, wenn wir die betreffende Information im Rahmen, so heißt es, der Rechtsberatung oder Prozessvertretung erlangt haben, also auf die Information, auf die sich die Verdachtsmeldung beziehen würde. Und wenn ich Rechtsberatung und Prozessvertretung ausklammere aus unserer Tätigkeit, dann bleibt, glaube ich, gar nicht mehr so viel übrig.
Höchstens vielleicht, wenn sich die Meldepflicht aus einer Information ergibt, die den Gegner oder den Vertragspartner meines Mandanten betreffen. Also vielleicht, wenn ich den Unternehmensverkäufer vertrete bei einer M&A-Transaktion und mitkriege, dass der Käufer den Kaufpreis mit Drogengeld bezahlen will. Aber es gibt eine erste Rückausnahme, denn wenn ich weiß, dass das Mandat für Zwecke der Geldwäsche oder einer anderen Straftat genutzt wird, dann besteht die Meldepflicht fort. Also dann gilt diese Ausnahme nicht, setzt aber eben positive Kenntnis voraus. Und es gibt mittlerweile eine zweite ganz wichtige Ausnahme, die steht zwar verfassungsrechtlich im Feuer, aber erstmal gibt es die, ist geregelt in der Verordnung. Die beruht natürlich auf einer Regelung im GWG. Und da ist es so, dass bei Immobiliengeschäften das Anwaltsprivileg generell nicht gilt. Und das heißt, immer dann, wenn ich eben im Immobilienbereich berate, vertrete, dann muss ich mir dessen gewahr sein, dass dieses Anwaltsprivileg, diese Ausnahme eben nicht greift. Verstehe. Sie erwähnten gerade das Stichwort Verdachtsmeldung. Was muss ich mir darunter vorstellen? Reicht es, wenn ich einen ganz groben Wagenverdacht habe? Muss dieser Verdacht einen gewissen Grad der sicheren Vermutung schon einnehmen? Wie stufe ich das ab? Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt, wenn ich da ein komisches Gefühl habe, erstmal ermitteln muss. Nee, genau, das muss ich nicht. Es genügen Tatsachen, sagt das Gesetz, die auf Geldwäsche hindeuten. Und da hört man schon am Wortlaut, dass das eine ziemlich niedrigschwellige Pflicht ist, also kein Anfangsverdacht im strafrechtlichen Sinne oder so, was da nötig ist. Und man weiß es ja vielleicht von den Banken, die machen nun die meisten Geldwäsche-Verdachtsanzeigen. Und die werden ja schon ausgelöst, wenn ich eben bestimmte Bargeldbeträge in höherer Summe einzahle. Also das ist nichts, was wirklich hochschwellig wäre, sondern in der Tat, ja, wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe, das mit Tatsachen unterlegt ist, dann greift schon diese Verdachtsmeldepflicht ein. So, Herr Pohlmann, ich habe jetzt ein komisches Bauchgefühl in einem Mandat. Und nun, wo wende ich mich hin? Wie melde ich? Und wer ist genau zuständig? Ja, zuständig ist die FIU oder FIU. Das klingt ein bisschen nach FBI und tatsächlich steht die Abkürzung für einen international verwendeten Begriff, weil es in allen Staaten, die sich der Geldwäschebekämpfung verschrieben haben, auch eine FIU gibt. Und das ist die Financial Intelligence Unit, also tatsächlich große kriminelle Welt und FBI. Auf Deutsch klingt das weniger spannend, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Das ist eine Behörde, die beim Zoll angesiedelt ist mit Sitz in Köln. Das klingt dann vielleicht nochmal etwas weniger nach großer, weiter Welt. Melden darf man grundsätzlich nur elektronisch über das Portal GoAML. Für das muss man sich erstmal registrieren. Das sollte auch jeder im Vorfeld tun. Zum einen, weil es dann im Ernstfall einfach schneller geht und ich nicht erst den Registrierungsprozess durchlaufen muss, wo vielleicht irgendwas nicht klappt. Zum anderen, weil es ab 2024 ohnehin zur Pflicht wird. Und schließlich, weil man dann auch Zugang zum internen Bereich der FIU bekommt, wo man zum Beispiel vertrauliche Typologiepapiere herunterladen kann, die man dann auch zum Schulen der Mitarbeiter einsetzen kann. Und außerdem zeigt es auch bei einer Prüfung, wenn man da schon den GoAML-Zugang hat, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man sich des Themas angenommen hat. Das kann auch in der Prüfung nie schaden. Und ganz am Schluss noch, je mehr Anwälte registriert sind, das wird natürlich auch wahrgenommen und wird auch gemessen, ja, desto eher die Chance, dass auch die Politik anerkennt, dass sich die Anwaltschaft mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist auf alle Fälle gut. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht sollten wir uns damit wirklich mal alle befassen, damit wir gerüstet sind. Was ich mich jetzt frage, Herr Pohlmann, wenn ich denn jetzt so eine Meldung absetze, mache ich das quasi klammheimlich oder muss ich den Mandanten in Kenntnis setzen oder den jeweils Betroffenen? Wie verhalte ich mich da richtig? Ja, genau. Also im Gegenteil, ich darf den Mandanten von der Meldung nicht in Kenntnis setzen. Es sei denn, die FIU hat vorher das Einverständnis hierzu erklärt. Das sieht so das Gesetz ausdrücklich vor. Ich darf mich aber als Anwalt, ich will sagen natürlich, darum bemühen, wenn ich Kenntnis von einer
Straftat habe, die der Mandant begehen will, dass ich den Mandanten von einer rechtswidrigen Tat abhalte. Und das regelt das GWG auch ausdrücklich, dass dieses sich Bemühen nicht als verbotene Informationsweitergabe gilt. Ah, verstehe. Da geht's dann schon weiter. Also man muss sich wirklich da, glaube ich, mal sehr genau mit dem Thema beschäftigen. Herr Pohlmann, habe ich nach der Meldung meine Schuldigkeit getan oder habe ich danach auch noch irgendwelche Pflichten? Muss ich irgendwas dokumentieren, irgendwas aufbewahren? Wie sieht's damit aus? Ja, also die Aufbewahrungspflichten, die gelten eigentlich unabhängig von einer Verdachtsmeldung. Im Grunde muss ich alles, was ich im Zusammenhang mit meiner Geldwäscheprüfung habe und was ich da dokumentiert habe, 5 Jahre aufbewahren. Also auch den Personalausweis, den ich abgelichtet habe. Aber ja, nach der Verdachtsanzeige kann es natürlich zurückfragen, der FIU kommen. Und was auch wichtig ist, wenn ich wegen einer Transaktion, und das kann eine Überweisung sein, das kann aber auch die Übertragung einer Immobilie oder eines Fahrzeugs, eines Flugzeugs, eines Schiffs, was auch immer sein, wenn ich also wegen einer solchen Transaktion die Verdachtsmeldung abgesetzt habe, dann darf ich die Transaktion nicht durchführen, bevor nicht die FIU oder die Staatsanwaltschaft dem zugestimmt hat oder 3 Werktage, wenn die sich nicht melden, nach der Meldung verstrichen sind. Und ich meine, der Samstag gilt da nicht als Werktag. Also das gilt es zu beachten. Jetzt bin ich als Anwalt anders als die Bank, gar nicht derjenige, der immer die Transaktion durchführt. Aber natürlich kann es auch solche Konstellationen geben, dass ich als Anwalt derjenige bin, der eben dann die Vermögensverschiebung, die Vermögensübertragung tatsächlich in persona vornehme. Verstehe. Herr Pohlmann, mal angenommen, gar nicht ich tätige eine Meldung, sondern zum Beispiel ein gegnerischer Kollege. Muss ich denn dann mitwirken, wenn die Behörden auf mich zukommen? Es kann ja sein, dass ich bislang völlig arglos war, nichts mitbekommen habe. Oder aber, dass vielleicht das ein sehr unkollegiales, taktisches Manöver ist, um meinem Mandanten zu schaden. Wie verhalte ich mich denn dann, wenn Behörden auf mich zukommen? Also im Grunde hat jeder geldwäscherechtlich Verpflichtete auch mal die Pflicht, der FIU auf Rückfragen Antworten zu geben. Und die FIU kann sogar ohne konkreten Anlass Rückfragen stellen, wenn sich eben aus deren Erkenntnissen irgendwo weiterer Aufklärungsbedarf ergibt. Aber hier ist die Auskunftspflicht, die kann natürlich auch mit der Schweigepflicht kollidieren und gerade Konstellationen, die Sie gerade angesprochen haben, ja, vielleicht ist das nur ein taktisches Vorgehen. Und deshalb hat der Gesetzgeber hier auch dieses Thema erkannt und hat die Auskunftspflicht genauso wie bei der Meldepflicht eingeschränkt. Und als Anwalt habe ich auch hier das Anwaltsprivileg und ich muss keine Informationen erteilen, wenn diese Informationen, die da begehrt werden, sich auf Dinge beziehen, die ich im Rahmen der Rechtsberatung oder Prozessvertretung erhalten habe. Und auch hier gilt dann wieder diese Rückausnahme, es sei denn, ich weiß, dass das Mandat für den Zweck der Geldwäsche genutzt wird. Sehr gut. Herr Pohlmann, die Bundesrechtsanwaltskammer hat ja auf ihrer Internetseite www.brack.de auch diverse Auslegungshinweise, Verhaltensempfehlungen zu Geldwäschefragen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass da vielleicht nicht jede einzelne Frage, die ich jetzt gerade akut habe, beantwortet ist. Es gibt einfach zu viele Konstellationen. Wer hilft mir denn, wenn ich in Geldwäschefragen unsicher bin? Wo bekomme ich kompetente Beratung? Ja, genau. Also das ist ein ganz, ganz guter Hinweis. Die Website der BRAC, aber ich glaube auch vor allem die Internetseiten der jeweiligen Rechtsanwaltskammern, denn die sind ja die Aufsichtsbehörden betreffend uns Anwälte. Und mittlerweile haben wirklich alle Kammern auf ihren Internetseiten wirklich umfangreiche Informationen bereitgestellt. Die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GWG, die werden jährlich aktualisiert und da findet man schon wirklich sehr viel und die helfen in vielen Fällen oft weiter. Ja, ich höre oft, dass da Informationsdefizite bestehen und wieso werden wir nicht noch mehr informiert. Aber ich kann wirklich eben ans Herz legen, dass er sich mit Fragen, die er hat, wirklich auch mal auf die Homepage der eigenen Kammer begibt, denn da ist ganz viel schon zu finden. Natürlich kann man auch in der Kammer anrufen und Fragen stellen. Die meisten Kammern oder jedenfalls die großen Kammern haben mittlerweile auch eigene Planstellen schaffen müssen. In den kleineren Kammern gibt es jedenfalls Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Thema auch intensiv betraut sind.
Aber ich habe es gerade schon gesagt, die Kammern sind ja auch unsere Aufsichtsbehörden und haben zum Beispiel auch eigene Meldepflichten. Und das kann natürlich ein Konflikt sein, das muss man einfach wissen. Und auch die BRAG, Frau Weyrich, steht für Fragen hier zur Verfügung und bietet an, hier auch Ansprechpartner zu sein. Und die BRAG ist eben keine Aufsichtsbehörde, also auch unter diesem Gesichtspunkt kann sich vielleicht anbieten, dass man den Kontakt zur BRAG sucht. Das heißt, man könnte eigentlich auch da mal wieder mit einem Vorurteil aufräumen. Die Kammern sind nicht der Feind, sondern im Zweifel, auch wenn es um solche Fragen geht, mein bester Freund. Und ich kann es bestätigen, ich habe wirklich bei einigen Kammern sehr viele Informationen gefunden auf den Homepages zum Thema Geldwäsche. Und wir bei der BRAG versuchen auch, das regelmäßig zu aktualisieren und zu erweitern. Das bringt mich aber zur nächsten Frage, Herr Pohlmann. Warum liegt eigentlich die Geldwäscheaufsicht jetzt über die Anwälte bei den Kammern und nicht, was weiß ich, bei der BaFin oder so? Ja, das ist eine gute Frage. Da müssen Sie das Finanzministerium fragen oder den Gesetzgeber. Nein, im Ernst, also der EU-Gesetzgeber hat den nationalen Gesetzgebern das freigestellt und Deutschland mit einer aus meiner Sicht sehr, sehr gut funktionierenden Selbstverwaltung hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, das eben den Selbstverwaltungseinrichtungen zu übertragen. Und die Kammern haben sich um diese Aufgabe nicht gerissen, also wirklich nicht. Aber gleichwohl sind wir froh, dass sie uns zugewiesen wurde. Denn natürlich haben wir als Selbstverwaltung einen viel dezidierteren Blick auf die Dinge und können berufsspezifische Sachverhalte besser beurteilen und verhältnismäßig und auch mit Augenmaß agieren, sowohl bei der Aufsicht als auch bei Sanktionen. Wir sind da einfach viel sachnäher. Und deswegen bin ich jedenfalls ganz, ganz froh im Ergebnis, dass dieses Thema bei uns liegt und dass der Gesetzgeber uns auch zutraut, dass wir uns diesem Thema wirklich intensiv annehmen und wir leisten und liefern auch an dieser Stelle. Ja, könnte man durchaus, glaube ich, so sehen, wie bei der Berufsaufsicht auch. Da sind wir ja auch sehr dankbar für die Staatsferne und dankbar dafür, dass sich Kollegen darum kümmern, die wirklich Ahnung von dem haben, worum es eigentlich geht. Apropos Informationen, ich habe natürlich für diese Folge auch mich ein bisschen vorbereitet und ich habe gesehen, die BRAG hat Stellung genommen zu einem Thema und zwar zum Stichwort TRAFIN-GGW. Was zum Henker ist das bitte, Herr Pohlmann? Das ist das Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche, momentan im Gesetzgebungsverfahren. Es soll erneut das GWG ändern, also auch mit den letzten großen Änderungen zum Jahr 2020 ist es nicht vorbei. Aber im Wesentlichen betrifft das Transparenzregister. Im Wesentlichen soll die Mitteilungsfiktion entfallen. Also im Transparenzregister müssen ja zum Beispiel juristische Personen oder auch andere Vereinigungen, sagt das Gesetz, also da wird alles Mögliche drunter gefasst, Unternehmen, juristische Personen, Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit, ausländische Gesellschaften, Trusts. Und die müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten eintragen, damit man die eben abfragen kann. Und wenn sich diese Informationen aus dem Handelsregister ergeben, dann wird aktuell noch die Mitteilung fingiert. Dann muss ich also keine gesonderte Mitteilung machen über meine wirtschaftlich Berechtigten. Und das soll sich ändern. Künftig muss dann auch jede GmbH ihren wirtschaftlich Berechtigten, also die Gesellschafter melden oder die Personen, die gegebenenfalls hinter den Gesellschaftern stehen. Unsere Stellungnahme der BRAG, die bezog sich im Wesentlichen darauf, dass der automatisierte Abruf aus diesem Transparenzregister für die Notare eröffnet werden soll. Und wir meinen, dass das auch für die Anwälte, die Verpflichtete sind, eröffnet werden sollte, um einfach auch hier die Abfragemöglichkeit und die Überprüfungsmöglichkeit eben für die Anwälte zu erleichtern. Effizienz ist immer gut. Verstehe, habe wieder was dazugelernt. Sehr schön. Herr Pohlmann, zu einem Thema, das vielleicht nicht ganz so erfreulich ist. Man liest in der Presse immer wieder von Anwälten, die systematisch an Geldwäsche und Finanzstraftaten mitwirken oder diese zumindest durch ihre anwaltliche Tätigkeit unterstützen. In fast jedem der jüngeren Skandale, von denen zu hören war, kam dieses Thema auf. Was würden Sie sagen, was kann die BRAG, was kann die einzelne Rechtsanwaltskammer, was kann der einzelne Anwalt dafür tun, um diesem Image, diesem Vorurteil ein Stück weit entgegenzuwirken? Das ist ja eine erhebliche Rufschädigung, die eine ganze Branche betrifft. Und meines Erachtens, wenn man die Nachrichten aufmerksam verfolgt, kommt man ja schon zu dem Ergebnis, dass das nur
einzelne schwarze Schafe sind. Was können wir tun, um den Ruf unserer Branche zu erhalten und zu schützen? Ja, das stimmt. Also es ist wirklich erschreckend und völlig verfehlt. Ja, man muss das wirklich in aller Schärfe auch sagen, dass Anwälte da unter Generalverdacht gestellt werden. Ich habe erst gestern in einer neuen Europol-Studie, die jüngst veröffentlicht wurde, Europol-Studie zur organisierten Kriminalität nachgelesen. Und da stehen dann Sätze wie, dass Anwälte vertrauliche Informationen zu polizeilichen Ermittlungen an Straftäter weitergeben oder dass sie bei der Schaffung von betrügerischen Unternehmensmodellen unterstützen, mittels derer Gelder gewaschen werden können. Und an anderer Stelle wird der Anwalt in einen Atemzug mit dem Auftragsmörder genannt. Das ist kein Witz. Ja. Also das ist wirklich, was uns da für ein Wind entgegenweht aus Brüssel und auch von internationalen Behörden. Das ist wirklich ungut, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber andererseits, wenn Sie mit Staatsanwälten sprechen, die für Geldwäschefälle zuständig sind, berichten die schon, dass bei den echten Geldwäschefällen, das sind zahlenmäßig halt nicht viele, aber dass da fast immer Anwälte mit involviert sind. Meist im Rahmen von Immobilien- und Unternehmenstransaktionen. Und auch das ist natürlich erschreckend. Also ich glaube, am Ende, es hilft nichts. Ja. Wir müssen das Thema ernst nehmen, sowohl auf Kammerseite als auch eben jeder einzelne Anwalt, jede einzelne Anwältin, und dürfen uns eben nicht auf obskure Mandate einlassen, auch wenn diese lukrativ sind. Und am Ende müssen wir auch Verdachtsfälle eben auch wirklich melden. Sonst nimmt unser ganzer Berufsstand Schaden. Und die Registrierung bei GoAML, von der wir vorhin schon gesprochen haben, ist ein erster Schritt. Und es fällt auf alle Fälle positiv auf, wenn sich vermehrt Anwälte registrieren. Das wird einfach gemessen und das wäre ein erster Schritt. Thema einfach ernst nehmen, sich damit beschäftigen, dann ist, glaube ich, einfach schon ganz viel erreicht. Das, glaube ich, sind ein paar gute Tipps. Herr Pohlmann, sollten Anwälte, die sich an Geldwäschepraktiken beteiligt haben oder sie selbst betrieben haben, überhaupt noch zur Anwaltschaft gehören? Also erstmal klarstellen, wir sprachen ja heute über Geldwäscheprävention. Ja? Also wer seinen Mandanten nicht identifiziert oder einen Ausweis nicht kopiert, ja, der begeht möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit, aber das ist immer noch eine Ordnungswidrigkeit. Und das sind Pflichten, die dazu dienen sollen, dass der Anwalt nicht für Geldwäschezwecke missbraucht wird. Das hat mit strafrechtlicher Geldwäsche erstmal nichts zu tun. Wer strafbare Geldwäsche betreibt, der hat in der Anwaltschaft nichts verloren. Aber das ist auch keine Neuerung. Die BRAU regelt ja seit jeher die Versagung der Zulassung bei relevanten Straftaten oder den Ausschluss aus der Anwaltschaft im anwaltsgerichtlichen Verfahren bis hin auch zu vorläufigen Maßnahmen wie Berufs- und Vertretungsverboten, wenn sich im Rahmen laufender Strafverfahren schwerwiegende Verdachtsmomente ergeben. Die Auffassung teile ich und ich habe Gott sei Dank in meiner Zeit in der Kammer Hamburg keinen einzigen Fall gehabt, wo die Zulassung auf dem Spiel stand wegen dem Thema Geldwäsche. Also ich habe gute Hoffnung und bin eigentlich ganz sicher, dass das Gros der Anwaltschaft weiß, was richtig und falsch ist und sich nicht an solchen Praktiken beteiligt. Und ich hoffe, wir haben heute so ein bisschen dazu beitragen können, zu sensibilisieren, damit man sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt. Herr Pohlmann, das waren viele interessante Einblicke. Ich möchte aber jetzt noch so ein bisschen privater werden. Die Zuhörer kennen das und die erwarten das auch. Wie ist es Ihnen so beruflich im letzten Jahr ergangen? Waren Sie von Mandatsrückgängen betroffen oder hatten Sie viel mehr zu tun? Konnten Sie normal arbeiten? Waren Sie im Homeoffice oder im Büro? Homeoffice, ja. Also wir sind gut 60 Leute bei mir in der Kanzlei und wir wollten eigentlich schon vor Corona mobiles Arbeiten einführen. Da hieß es aus der Arbeitsgruppe immer, das geht so nicht, da lassen sich bestimmte Prozesse nicht umsetzen. Mit Corona ging es dann plötzlich alles sehr schnell. Und heute haben wir sehr großzügige Arbeitsplatz- und Arbeitszeitflexibilisierung und unabhängig von Corona. Ansonsten hat jeder mitbekommen, die Insolvenzantragspflicht war zeitweise ausgesetzt und dann mal wieder teilweise eingeschaltet, wieder ausgeschaltet. Und die Unternehmensinsolvenzen sind deutlich rückläufig. Das ist mein Tätigkeitsbereich. Das heißt, auch wir hatten insgesamt 2020 doch deutlich weniger Verfahrenseingänge und rechnen aber schon damit, dass sich das in absehbarer Zeit
ändern wird, vielleicht erst nach den Bundestagswahlen. Mal gucken. Herr Pohlmann, wir sind ja heute quasi ganz unter uns. Eine Frage, die mich beschäftigt. Sind Sie ein Workaholic? Wir haben ja ab und zu miteinander zu tun und es fällt immer auf, dass Sie extrem früh am Morgen E-Mails schreiben und dann aber auch bis spät in die Nacht. Haben Sie überhaupt noch Freizeit? Also das kann man ja im Outlook einstellen, wann E-Mails versandt werden. Da gibt es so eine Einstellfunktion, die ist ganz praktisch, wenn man da den Gegenüber beeindrucken will. Also ich bin auf alle Fälle eher Eule als Lerche, deswegen die sehr frühe Mail, die war bestimmt in Outlook so eingestellt. Die sehr späte Mail, die kann ganz authentisch sein, aber nee, ich würde sagen, weder Workaholic noch zu viel Freizeit, ja. Sie alter Fuchsi und ich wieder Naivchen, ich wusste gar nicht, dass man das einstellen kann. Aber ich habe mir mal gerade eine Notiz gemacht. Das ist ja vielleicht ganz spannend, um gelegentlich mal die Kollegen zu beeindrucken. Herr Pohlmann, wäre man noch ein bisschen privater. Wie ist es Ihnen persönlich so ja, mit den ganzen Lockdowns, mit der Pandemie im letzten Jahr ergangen? Haben Sie alles gut weggesteckt? Was haben Sie besonders vermisst? Ja, wie wahrscheinlich die meisten bin ich schon zunehmend genervt von Lockdowns, Lockdowns light, Notbremsen, Bundesnotbremsen, Ausgangssperren, 21 Uhr, 22 Uhr hier in Bayern, sind wir da ja auch weiter vorn oder weiter hinten, je nachdem, wie man das sieht. Wirklich gruselig fand ich beim ersten Lockdown, als hier die Feuerwehr durch die Straßen gefahren ist und Lautsprecherdurchsagen gemacht hat, bleiben Sie zu Hause. Ja, da hat sich auch mein Sohn, der ist 8 Jahre, ja, irgendwie erschrocken. Und als die Kinderspielplätze alle mit Flatterband abgesperrt waren, es gibt auch ein paar Sachen, die ich wirklich vermisse. Aber naja, also jetzt bewegt sich doch endlich was, sage ich mal, mit den Impfungen. Also ich hoffe auf bald bessere Zeiten. Ja, ich hoffe auch, dass wir mit den Impfungen bald Fortschritte machen, zumal ja die Biergartensaison jetzt vor der Tür steht. Und es bleibt privat, Herr Pohlmann. Wir kommen zu meiner Lieblingskategorie, die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsfachbücher, Lieblingsgetränke, Lieblingspannen vor Gericht. Und Ihre drei Ls, lieber Herr Pohlmann, sind die folgenden. Welches ist Ihr Lieblingssport? Auf alle Fälle Squash. Das spiele ich seit 25 Jahren, vermisse ich aktuell auch. Sonst noch Skifahren vermisse ich auch. Ja, dank Corona jetzt Touren gehen seit diesem Jahr. Squash finde ich wahnsinnig anstrengend. Das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Skifahren könnte man aber auch über die Konsole zu Hause, um das ein bisschen zu überbrücken. Aber ich bin ganz sicher, dass es auch bald wieder geht. Herr Pohlmann, uns beide verbindet ja auch unsere Heimat sozusagen. Deswegen muss ich natürlich von Ihnen unbedingt noch wissen, was ist Ihr Lieblingsessen? Lieblingsessen ist schwierig. Also ich gehe wahnsinnig gern essen. Eins der Sachen, die ich auch vermisse aktuell, ja. Und München ist ja die nördlichste Stadt Italiens, deswegen Feigentortelli mit Gänseleber, das ist der Klassiker hier bei meinem Lieblingsitaliener um die Ecke. So, und da Hand drauf, Herr Pohlmann, wenn Corona vorbei ist und ich mal wieder in München bin, dann gehen wir die da mal essen. Das klingt nämlich ganz fantastisch, auch jetzt eher mit irgendwas Krustigem gerechnet habe. München. Ich dachte, vielleicht kommt sowas wie beim Haxenbauer. Schweinsbraten. Ja, oder beim Haxenbauer oder so. Ja. Ja, das kriege ich aber jetzt für den Rest des Tages wahrscheinlich nicht mehr aus meinem Kopf. Und last but not least, Herr Pohlmann, Ihre Lieblingsserie, wo wir es doch schon von Geldwäsche hatten, vielleicht ist da ja eine Geldwäscheserie dabei. Narcos natürlich, ja, allein schon wegen Geldwäsche und tatsächlich Breaking Bad hatten Sie eingangs ja erwähnt. Zuletzt hat mich Weißensee wirklich total in seinen Bann gezogen. Ja, dachte gar nicht, dass eine deutsche Serie da so mitspielen kann mit den internationalen Formaten, aber fand ich wahnsinnig fesselnd. Das muss ich mir mal notieren, kenne ich gar nicht. Breaking Bad natürlich schon, bin ein großer Fan von, insbesondere von den beiden Salamanca-Brüdern. Der fand ich ja auch recht cool. Lieber Herr Kollege Pohlmann, das war heute sehr, sehr aufschlussreich, spannend. Für mich ganz, ganz viel neues Wissen. Ich habe wirklich dazugelernt.
Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich Geld wasche, aber das muss ich ja letztlich nicht und sollte ich natürlich auch nicht. Ich weiß aber jetzt, worauf ich als Anwalt achten muss. Herzlichen Dank dafür. Ein kleiner Hinweis für unsere Zuhörer. Die erwähnten Dokumente zur Geldwäsche finden Sie alle auf www.brack.de. Auf www.brack.de/Corona finden Sie auch tagesaktuell die neuesten Informationen rund um Corona. Bitte abonnieren Sie den Podcast und folgen Sie uns auf Instagram unter recht_interessant. Lieber Herr Pohlmann, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie sind immer beschäftigt. Ich hoffe, dass Sie gesund bleiben, bald geimpft werden und dann essen wir in München italienisch. Ja, ich danke Ihnen, Frau Baldich. Ich freue mich auf das gemeinsame Mittagessen. Hoffentlich geht das wirklich bald und Ihnen auch eine gute Zeit. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.